Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Channel. Wir spielen Portal von Valve und ohne viel Umschweife starten wir jetzt ins Spiel. So, da werden wir jetzt in einer spartanisch eingerichteten Glaszelle mit Klo, und da die uns definitiv beobachten, ich würde da nicht auf die Toilette gehen. Wir haben noch ein hässliches Radio. Und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Abitur. Hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihr Labor wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Ich will aber nicht. Sie nicht. Dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Por favor, perdón, me fallaron. Muchos Rangers veröffentlicht. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Oh, naja, da habe ich jetzt eine Tasse kaputt gemacht. Ups. Naja, wie gesagt, die beobachten uns. Hier und da und da oben auch. Und dann hier der erste Test. Hurra! So. Das hier ist ein gewöhnlicher Begleiter. Nicht Begleiter. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Danke, GLaDOS. Das wollte ich gerade erklären, bevor ich mich so unglaublich verhaspelt habe. Naja. Dann ab in den nächsten Test. Schneller, schneller, schneller. So. Okay. Das ist Test Nummer 1. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt schweren Superkollisions-Superknopf. So, durch, 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 durch. Ah. Sehr schön. So, machen wir das perfekt. Schnell. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Nicht? Schade. Und in den Aufzug. Mann, die sind Dreckwände. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Aber ich will meine Zähne behalten. Also, hier ist alles andere als sichere Arbeitsumgebung, so habe ich das Gefühl. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Oh, sehr schön. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Was? Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem hier sollten ist ja keine. Sie unter keinen Umständen das Gerät aus. Ja. Also hier ist alles sehr sicher und alles sehr funktionsfähig. Das ist doch mal schön. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Okay. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Warum nicht? Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate.
Doch, ich zerstöre so viele Testapparate, wie ich will. Der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Und wieder Aufzug. Großteil des Spiels verbringen wir im Aufzug. Geht's? Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Danke. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Doch. Wichtiger Testapparat zerstört. Schön, dass du das merkst. Auch das war wieder sehr gut. Danke. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Dankeschön. Na, dann ganz allein auf mich gestellt. Da habe ich ja jetzt schon Angst vor Panik. Und wieder im Aufzug. Türgeräusch, sehr schön. So, Testkammer 5. Was? Ich will nicht, dass das mit Schmerzen verbunden ist. Wichtiger Testapparat zerstört. Na dann, halt. Was mache ich denn? Ich möchte hier hin. Ich möchte dahin. So, und weiter. Zack. So. Jetzt wieder nach oben. Jetzt? Sie wird nicht gelobt als oder so? Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr schön, jetzt wird man hier auch als noch angelogen. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Wahrheitsverzerrung nennt man das jetzt. Okay. Wenn ihr der Überzeugung seid, dass Wahrheitsverzerrung eine berechtigte Aussage ist, dann zu viel. So. Nächster Test. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Okay. Vaporisiert werden ist garantiert nicht schön. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjekt wohnt auch hier. Ja, ich weiß. Voll und ganz. Nur schade, dass du dich nicht an meinen Namen erinnerst. Ich habe ihn dir, glaube ich. Der steht in meinen Akten. Und wieder im Aufzug. Also, wie gesagt, das halbe Spiel verbringen wir im. Was war das? Das halbe Spiel verbringen wir im Aufzug. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Ihr schert euch doch nicht und um Sicherheit. Jetzt mit den nicht stationären Gerüsten von Radio Science zur Kammerschleuse. Wenn das nicht so plötzlich losfahren will und dann so lange brauchen würde, um zurückzukommen, gerne. Und ich warte. Und falle durch das Portal. Und ich warte und hopp. So. Und jetzt los! So. Oh, sehr schön. Der nächste Aufzug. Schon wieder. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Überall läuft Musik, nur hier keine nervige Aufzug. Das ist schade. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Was?
Nein, ich stelle hier die Sicherheit nicht mehr in Frage. Niemals wieder. Sowas wie Sicherheit existiert hier nicht. Und hin und her. Ich meine, was ist das? Chemischer Abfall, die Reste aus der Toilette, oh Gott. Ich will es gar nicht wissen. Hey, ich kann mich sehen. Uhu, uhu, uhu. Und die Plattform ist langsam und dauert und dauert und zack. Radio. Nein, funktioniert nicht. Wenn sich irgendwer fragt, warum die Radios da sind, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Und wenn das Spiel durchspielt, dann... und es dann wiederholt, dann bekommt man diese Radios. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ah. Also, die Radios sind, als Zusatzaufgabe da. Und wenn man die alle einsammelt und an die richtige Stelle bringt, dann bekommt man halt, noch ein Achievement freigeschaltet, so gesehen. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Doch, doch, ich versuche es. Hui! Oh, schade, nicht möglich. Ich glaube, ich muss aufhören. Na, einen Versuch gebe ich mir noch. Radio. Willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Aha, Pessimismus, sowas gibt's bei mir nicht. Bis auf, wenn ich in Aufzüge steige. Oh, diese Aufzüge. Das kann dauern und dauern und dauern. Na los, na los. Sehr schön, Ladedaten. Wuhu, die Tür ist auf. Hallo. Wir wieder unsere frühere Warnung. Die Beherrschung des Impulses. Okay, wow. Das ging jetzt flott. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Und ab. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Aha. Hoch mit uns. Wow. Ja. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Sehr schön. Danke für die Physikstunde, GLaDOS. Hey, das funktioniert gut. So, und jetzt, wo ist mein Lob? Jetzt fängt man schon die ganze Zeit an, die Leute zu bestärken und dann werden sie dann nicht immer mehr gelobt. Das gebe ich mir gerne. Und wieder aufzufahren. Nein. Ladedaten. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. Ja, in gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Ah ja, okay. Das sieht auch sehr sicher aus und... Oh, das ist wieder das Zeug. Gideon. Juhu, ein großer roter Knopf. So, das ist Konditionierung. Rote Knöpfe drücken ist gut. In jeder Hinsicht. Na, komm, öffne ein Portal. Will raus. Will weg hier. Juhu. Na, weg damit. Schön. Und das war jetzt ein bisschen zu spät. Da war ich jetzt zu langsam.
Und jetzt heißt es warten. Da will ich mich hin. Bitte eins weiter. La 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 la. Sehr schön. Los, ich will schneller. Schneller. Einmal hier. Oh. Zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Echt? Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Ah, wer hätte das gedacht? Schön, wie menschenfreundlich ihr da seid. Na dann. Auf, 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 schneller. Hier läuft alles so langsam. Und wenn man schnell braucht, dann funktioniert es nicht. Sehr schön. So. Dann wollen wir diesen Moment im Aufzug benutzen, um diesen Part hier zu beenden. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Auch wenn ich mich ziemlich bekloppt angestellt habe. Auf bald. Ciao, ciao. Macht's gut.